Schönen guten Morgen, ich bin mittlerweile in den USA angekommen. Genau heute vor 2 Wochen habe ich den letzten Vlog gemacht von den Toronto Islands, jetzt hier in Southern California. Und bin jetzt ganz gut eingereist, war eigentlich gar kein Problem. Das Interessante war, am Vancouver Airport, als ich reingeflogen bin nach Los Angeles, habe ich die mal so gefragt, wie es denn aussieht vom Passagieraufkommen. Ich sage ja, normalerweise um die Zeit haben sie 30.000 Passagiere pro Tag, derzeit 11.000 bis 12.000. Und man hat es auch gemerkt, Kanada ist doch jetzt hier gegenüber den USA noch restriktiver. Die Leute sind eher noch zu Hause, als es hier in Southern California ist. Maskenpflicht ist hier keine, es wird hier empfohlen, aber nicht Pflicht. Also egal, wo man hinkommt, gibt es Leute, die tragen eine, manche tragen nicht. Während jetzt in Los Angeles, 1,5 Stunden nördlich von hier, da ist es Pflicht. Und das werde ich auch am Sonntag mal raussehen, wenn ich da hochfahre, wie es dort aussieht. Was waren so die Erkenntnisse? Mein Fokus war eigentlich für den Trip in Kanada hauptsächlich Öl und Gas. Das war in Calgary und das war sehr, sehr spannend. Also die Firmen handeln auf den 2- bis 4-fachen Cashflow. Und das hat mich eben besonders fasziniert. Ich habe gesagt, komm, ich möchte mir das mal anschauen und mit den Firmen direkt sprechen. Und wie das auch in Toronto war, war es auch in Calgary nur Oberstes Management Level, nur CEO und CFO, oftmals beide im Gespräch drin. Und unison, alle Unternehmen fahren in die gleiche Richtung. Wie sieht diese Richtung aus? Also wenn Sie jetzt mal so nehmen, so ein Cashflow von einer kanadischen Firma, sagen wir einer größeren, ungefähr 13 Milliarden Dollar Cashflow im Jahr. Davon gehen 3,5 Milliarden, um die Produktion so zu halten, wie sie jetzt ist. Also die CapEx sogenannte, um die Produktionsrückgänge wieder aufzufangen. Dann werden Dividenden gezahlt und Schulden getilgt und am Ende vom Tag bleiben von den 13 Milliarden immer noch 6 bis 6,5 Milliarden übrig. Nach diesen ganzen Ausgaben. Und da wird man sehen, was sie damit machen. Ob sie Spezialdividenden zahlen, ob sie noch aggressivere Aktienrückkäufe machen oder die Schulden noch schneller zurückzahlen. Wobei sie schon ungefähr auf einem Verschuldungsgrad von 0,5 bis 1,0 Debt to EBITDA sind, was historisch gesehen wahnsinnig tief ist. Eigentlich, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so tiefe Zahlen schon mal gesehen habe. Und das führt halt dazu, dass hier natürlich enorme Cashflow zur Disposition stehen. Und hier ist weniger Akquisition vorgesehen, sondern mehr finanzielle Sachen, dass hier die Aktionäre stärker bevorzugt werden. Was man auch im Trend sieht in Kanada, ist, dass die großen, wie jetzt die amerikanischen Öl- und Gasunternehmen, sich aus Kanada ein bisschen zurückziehen. Die Kanadier sind unter sich alleine. Und finde ich auch ein ganz gutes Feld. Also hier werden immer wieder sogenannte Asset Swaps gemacht, dass also sogenannte Felder getauscht werden. Was wir auch ganz gut sehen, ist, dass jetzt mal auf den Ölpreis selber gesehen, habe ich mich mit den Analysten auch noch zusammengesetzt, mal einen Tag, um mal zu sprechen, was sie für einen Trend draußen sehen. Also die 5 großen, die es auf der Welt gibt, also Royal Dutch, BP, Total, Chevron, Exxon, die haben früher mal 20 bis 25% der Bohrungen, also des CapEx, ausgemacht hier in Kanada. 20 bis 25%, mittlerweile nur noch 10%. Also so stark haben sie sich zurückgezogen. Überhaupt die globale CapEx, also globale Ausgaben für Bohrungen und im Öl- und Gasgeschäft, waren von 2015 bis 2020 minus 60%. Das zeigt es mal, auf was es die Unternehmen hinzielen. Früher war es Wachstum der Fokus, ganz klar. Heutzutage ist es nur noch Free Cashflow generieren. Und das nicht in unüppigen Sachen, weil wenn man so einen Preis sieht von ungefähr 34, 35 Kandola Produktionskosten, wir haben 70 Dollar US, das ist eine feine Marge, die die Unternehmen hier haben. Das Zweite, was wir noch sehen in Kanada, ist, das war immer ein Problem so die letzten Jahre, das war der Transport von Öl und Gas, aber hauptsächlich von Öl, runter in die USA. Es war nicht genügend Pipeline-Kapazität und dadurch war sogenanntes Differential, das heißt der Unterschied zwischen dem, was man in den USA am Hub bekommt und dem, was die Kanadier dann wirklich bekommen, bis zu 25, teilweise 30 Dollar pro Barrel. Mittlerweile sind wir dadurch, dass 3 neue Pipelines gerade fertiggestellt werden, die gehen jetzt alle relativ schnell in Betrieb, haben wir das Differential runter auf 12 Dollar, was natürlich enorm was ausmacht für die kanadischen Produzenten. Und man darf nicht vergessen, 2025 kommt das erste
LNG-Projekt in British Columbia, Kitimat, von Shell in Betrieb. Und dafür braucht man natürlich eine Menge Gas und das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also ganz, wenn ich mir das so anschaue, wenn man jetzt den mal wegnimmt, den Malus, Öl und Gas und sich einfach nur das Unternehmen anschaut, gibt es kaum was Besseres draußen von den Bewertungen her und von der Free Cash Flow Generierung. Ich habe Unternehmen gesehen, die haben erzählt, ich mache 100, 200 Millionen Free Cash Flow im Jahr und handeln auf 5 Milliarden Market Cap. Und in Calgary habe ich Unternehmen gesehen, die machen 500 Millionen bis 1 Milliarde Free Cash Flow und handeln bei 2 Milliarden Market Cap. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also es war ein sehr, sehr interessanter Trip bisher. Gerade jetzt hier in Calgary, was ich gesehen habe über Vancouver und den USA, spreche ich dann beim nächsten Blog. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bis bald.